Jo, hallo Leute, hier ist er wieder, euer Table Tennis Gamer. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Isaac. Und ich habe natürlich wieder ein Thema mitgebracht. Ja, was heißt ein Thema? Also diesmal ist es kein wirklich gesellschaftskritisches Thema oder keine Theorie oder so, sondern heute einfach mal ja, ein ganz leichter Erfahrungsbericht oder ja, eine Beschreibung der Eindrücke von gestern. Ja, gestern war nämlich der Videopreis, wie wahrscheinlich so gut wie fast alle mitbekommen haben, die dieses Video jetzt hören werden. Und ich war natürlich da, zusammen mit dem Smarty LP, mit dem guten Sven bin ich hingegangen. Und ich habe mir gedacht, ich werde hier in dem Video einfach mal so ein bisschen erzählen, was so meine Eindrücke waren, was ich zu den Kategorien irgendwie sagen kann oder wie ich das halt fand, welche Leute da gewonnen haben innerhalb der Kategorien, wie mir der Abend an sich gefallen hat und so weiter und so fort. Ja, habe ich gedacht, ich gebe euch einfach mal so einen kleinen Einblick, wie das aus meiner Sicht alles ausgesehen hat. Ihr konntet es ja im Livestream verfolgen, falls ihr das getan habt. Ja, und ich fange einfach mal ganz vorne an, würde ich sagen, bringt ja nichts am Ende anzufangen. Ja, also wir waren so ungefähr um 6 Uhr da, sollten so ungefähr um 6 Uhr da sein. Wir waren auch ungefähr um 6 Uhr da, wir sind da hingekommen. Und erst war uns schon so eine Frau auf dem Fahrrad angesprochen, die hat irgendwie das Schauspielhaus oder irgendeine Einrichtung vom Schauspielhaus gesucht. Und sie meinte dann so, was ist hier eigentlich los? Warum sind hier so viele Leute? Na gut, haben wir das kurz erklärt, so richtig verstanden hat es glaube ich nicht. Aber, na gut, muss sie ja auch nicht. Und da standen dann schon vor, also ihr müsst euch das so vorstellen, ja, vom Kapitol, ja, also dem Haus, wo das stattgefunden hat, da waren davor waren so Zäune, Metalldinger eben. Und da konnte man dann mit seiner Karte reingehen in den, so einen Vorhof, würde ich sagen, ja. Das war halt noch draußen, das ist halt so ein Vorplatz gewesen. Und dieser Vorplatz war dann nochmal unterteilt mit Zäunen. Und wenn man hinter die Zäune wollte, musste man mit der Karte nochmal sich so ein Bändchen holen, ja. Und dann konnte man auch hinter diese, oh, Rage, hinter diese Zäune kommen eben. Ja, wir standen dann erstmal in diesem Vording, haben uns mal so ein bisschen angeguckt, wer da alles so vorbeikommt, haben dann auch den Triple Wii, den Yannick von Destiny Cast haben wir getroffen. Und ja, auch so ein paar andere Leute noch getroffen, zum Beispiel hier den Mikkel, den kennt er, vielleicht kennt er den, weiß nicht, ob er bestimmt kennt, aber vielleicht ist von GameStar, den Mikkel, haben wir getroffen. Und ja, noch so ein paar andere Leute getroffen. Ich habe zum Beispiel auch den Stefan von Game Insight habe ich getroffen und den Jan von Game Insight. Ja, und wir haben noch eigentlich, wir haben so ein paar Leute getroffen irgendwie oder auf jeden Fall gesehen. Wir haben viele Leute gesehen. Also wirklich, es war, ich glaube, bis auf Herr Tutorial, Gronkh und Sarazan war irgendwie wirklich fast komplett YouTube war da. Und ich habe, das war lustig, darum kennt ihr ja auch, habe ich auch gesehen. Irgendwie so beim Vorbeigehen, die war mit irgendjemandem über Mediakraft am Labern. So, das hörte sich nicht gerade ganz so positiv an. Oh, wer weiß, was da wieder los ist. Nee, keine Ahnung, war aber lustig, so im Vorbeigehen hörst du nur irgendwas so. Denkst du so, oh, okay, das läuft ja gut. Nee, ja, was war was noch am Anfang so? Ja, was ein bisschen blöd war, irgendwie diese Bändchen. Ne? Es gab halt zwei Schalter. Es gab einen für die Leute, die ein VIP-Ticket hatten und einen für die normalen Leute eben, mit normalen Karten. Und man stand unglaublich lange an. Ja, also ich wüsste jetzt nicht, wie man es besser machen könnte. Ja, oh, der Wafer, der ist gut. Boah, den haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Ich wüsste selbst jetzt nicht, wie man es besser machen könnte. Man könnte hätte vielleicht mehr Schalter noch aufstellen können, die Tickets kontrollieren und dann, ne, wo man die Bändchen bekommt. Das war so ein bisschen, also wir standen bestimmt eine Dreiviertelstunde da drin und haben gewartet, nur um das Bändchen zu bekommen. Es war ein bisschen schwierig halt irgendwie, aber wie gesagt, ne, das ist, ich wüsste es selber jetzt nicht so, vielleicht mehr Schalter, aber das war vom Platz her auch schwierig wahrscheinlich. Deswegen, also ich wüsste selber nicht unbedingt, wie man es unfassbar jetzt besser machen sollte. Aber das war halt vom Eindruck her irgendwie so ein bisschen. Naja, aber in der Schlange stehen war auch lustig. Wir standen da mit, eben mit Destiny Cast und mit dem Mikkel von GameStar zusammen. Hinterher kam dann auch noch der David Hein, den er vielleicht auch kennt von Giga. Ja, der Typ. Ich hab den Typen noch nie so gesehen, ja. Sondern immer nur in den Videos. In den Videos kam er immer so rüber, sag ich mal, als wenn er echt, ja, halt so ein bisschen bekloppt ist. Wie wir alle. Wir sind ja alle ein bisschen bekloppt. Aber der ist echt mega gut, der Typ. Ohne Scheiß, der ist mega lustig, der David. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber fand ich zumindest mega lustig. So, ein bisschen was er da erzählt hat, was er gesagt hat und wie der so drauf ist, wie der so wirkte, war auf jeden Fall echt gut. Kann man nicht anders sagen. Und ja, das ist eine Verarsche. In der goldenen Truhe eine goldene Truhe reinzubauen. Das geht ja wohl gar nicht.
Also insofern, die Schlange da anstehen, das war auch ganz gut. Wir hatten auch so eine Frau, die hat immer Mettbrötchen gebracht. Die meinte, ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr schon satt seid. Wollt ihr nicht noch ein Mettbrötchen? Da waren aber keine Mettbrötchen drauf, sondern so Schnittchen. Und meinte, das wären, ja, wenn sie ein Brötchen hätten, würde ich es nehmen. Und dann hat die extra so einen Typ Bescheid gesagt, der Mettbrötchen geholt hat. War richtig gut auf jeden Fall. So, ja, dann waren wir drin, haben unser Bändchen gehabt, waren drin, haben noch ein bisschen geguckt irgendwie. Und dann ging es auch schon rein. Und um 8 Uhr fing dann die Gala an sich an. Die Bühne, muss ich sagen, unfassbar, unfassbar gute Kulisse, fand ich. Ja, also die Bühne hat mir von der Aufmachung her sehr gut gefallen. Waren auch japanische Zeichen im Hintergrund. Oh, Karaoke im Hintergrund, habe ich gelesen, ja. Ich konnte im Übrigen den Nino, ich habe ihn kurz gesehen, aber ich habe gedacht, er wäre länger auf der Aftershow-Party. Aber da kommen wir gleich noch zu. Und ich konnte ihm nicht sagen, wie man das Japanische richtig ausspricht, weil es immer noch falsch ausspricht. Aber ich konnte es ihm leider auch nicht sagen, wie man es richtig macht, weil ich ihn nicht wirklich gesehen habe. Schade. Aber es ist jetzt auch nicht der Weltuntergang. Nee, also die Bühne war unfassbar gut gemacht. Moderiert wird das Ganze ja von Joko und Klaas. Am Anfang muss ich sagen, sehr gut gemacht. Ja, also generell so mit dem Location, klar, war gut. Bühne war sehr gut. Joko und Klaas haben das Ganze sehr gut moderiert, finde ich. Also vollkommen in Ordnung, war gut gemacht. Kann man echt nicht anders sagen. Hat mir sehr gut gefallen, die ganze Moderation und so. Ah, ich hätte doch das eine Einzelmoderieren holen können, ne? Na gut, gucken wir erstmal, was hier rauskommt. War sehr gut gemacht. Kann man nicht anders sagen. Ja, wie war es gemacht? Könnt ihr euch im Grunde auch noch auf YouTube angucken. Das Video habe ich heute Morgen mitgekriegt, ist gerade irgendwie gesperrt, weil irgendein Typ Urheberrecht drauf angemeldet hat oder so. Keine Ahnung, aber ich denke mal, das wird im Laufe des Tages oder spätestens im Laufe der Woche auf jeden Fall auch verfügbar sein, das Video, so dass ihr euch die Preisverleihung auch selbst nochmal angucken könnt, wenn ihr Bock habt. Ja, zu den einzelnen Kategorien, da möchte ich jetzt auch nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen dann. Ich saß ja selbst sozusagen in der Jury, als Vorjahresgewinner bin ich mit in der European Web Video Akademie, da ist man dann automatisch Mitglied und somit durfte ich auch abstimmen, ja, als Akademie, die 50% ausmachte von den Stimmen und so kannte ich das Akademie-Rating vorher schon, ja, also ich wusste, wo 50% der Stimmen sozusagen hingehen oder an wen die gehen. Ja, und es war eigentlich ganz interessant, dass so mit der Hälfte Vorwissen, die man irgendwo schon hatte. Moment, das wollte ich rerollen, ne? Ja, naja, gut, ist jetzt nicht das Beste, aber wir nehmen es mit, ne? War lustig dann zu sehen, wer tatsächlich gewonnen hat, weil man dann vielleicht so ein bisschen abschätzen konnte, wie mussten die Zuschauerstimmen denn sein? Ja, oder wie waren die Zuschauerstimmen, damit es so rausgekommen ist? Und ich habe mir jetzt mal alle Kategorien hier irgendwie aufgeschrieben, nicht nach der chronologischen Reihenfolge, wie sie an der Preisverleihung bekannt gegeben worden sind, sondern einfach irgendwie, ich habe die runtergeschrieben. Irgendjemand hatte im Internet da irgendeinen, was das, Spiegel Online oder so, irgendjemand hat auf jeden Fall dann Artikel zugemacht und die alle aufgelistet und nach der Reihenfolge habe ich die auch runtergeschrieben. So, da wollte ich jetzt nochmal sagen, wer gewonnen hat und wie ich das finde, was mein Favorite vielleicht auch war. Hier bei AAA, fangen wir damit mal an, ja, bei AAA, Academy Approved Arts, da ging es ja so um das beste Video von Tonschnitt, allem drum und dran. Da hat der Kollege gewonnen. Ja, also, kann man machen, finde ich, ja, also das Video war schon ordentlich produziert, natürlich, ne, und vom Ton her und so, ne, kann man sagen, es passte alles, also ich finde in AAA, das kann man schon tun, da kann das Video auf jeden Fall gewinnen. Ja, deswegen, ich weiß gar nicht mehr, was mein Favorit war in AAA. Was war mein Favorit? Ich glaube, das mit dem Wind, glaube ich, oder? Ich meine, das mit dem Wind fand ich gut. Ich meine, ich glaube, das hatte ich als Favoriten da bei mir. Aber, ja, wie gesagt, kann man wirklich machen, finde ich. Das ist jetzt, man kann sich über alles aufregen, ne? Aber das kann man machen. So, dann hatten wir ja Action. Action hat dieser Skateboard-Film gewonnen. Der war, meine ich, auch mein Favorit. Der war nämlich echt gut gemacht irgendwie. Und das war so... Also eigentlich muss ich sagen, all die Videos, die in Action waren, die waren jetzt nicht das, was ich unter einer richtig krassen, heftigen Action verstehe. Aber die Videos waren teilweise, die waren unfassbar gut gemacht einfach auch, ja. Also die hättest du teilweise auch bei Academy Approved Arts echt reinhauen können, fand ich. Die waren unfassbar gut gemacht. Und der Typ mit dem Skateboard da... Fand ich auch wirklich sehr, sehr gut gemacht, vor allem, weil auch so ein bisschen Geschichte irgendwie noch erzählt worden ist. Ja, finde ich auch. Kann man auf jeden Fall machen in Action. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, was so eure Favoriten vielleicht in den Kategorien waren. Das würde mich auch mal interessieren, finde ich auch ganz interessant. So, was haben wir denn hier? Oh, Seelenherz. So, was haben wir denn dann? Dann haben wir Epic.
In Epic hat auch der Kollege wieder gewonnen. Ja, das muss ich sagen, also das Video an sich irgendwie, Epic sollte ja das rundum beste Video des Jahres irgendwie, ne? So war es ausgeschrieben, sage ich mal. Ja, also war für mich nicht das rundum beste Video des Jahres, sondern ich hätte eigentlich gerne den Maniac Mind da als Gewinner gesehen, weil das Überwachungsstart-Video, das war unglaublich gut produziert. Das war von der Message her einfach unglaublich gut. Es hat mir persönlich auch unglaublich gut gefallen. Und deswegen hätte ich dem Maniac Mind da auf jeden Fall die Kategorie gegönnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das war für mich persönlich halt auch irgendwo das beste Video des Jahres. Ja, schade, dass es das nicht geworden ist. Aber es ist halt eine 50-50, ne? Es ist Jury 50% und Zuschauer 50%. Und Kollega muss, das geht eigentlich von den Akademie-Votings her, das funktioniert anders sonst nicht, der muss in den Kategorien immer erster oder zweiter Platz gewesen sein vom Zuschauer-Voting. Eher erster Platz als zweiter. Ja, das heißt, der hat irgendwie echt eine unfassbar große Followerschaft, die da für ihn auch gewotet hat. Und ja, ne, da kann man dann halt nichts machen. Aber auch in der Jury war das Kollega-Video nicht so schlecht bewertet. Also es ist nicht so, dass es auf dem letzten Platz war im Akademie- oder Jury-Voting. Und insofern hat es dann aus dem Mittelfeld halt mit den Zuschauerstimmen, die irgendwie auf Platz 1, 2 gewesen sein müssen, hat es gereicht für den Sieg. Muss man ganz klar sagen. So ist es. Mein persönlicher Favorit war es nicht. Und ich hätte, wie gesagt, gerne Maniac Mind da oben gesehen, aber... ja, es ist ja nicht meine Entscheidung gewesen, wer gewinnt. Ne? Also insofern ist eben so. Und alle, ich habe schon gehört, es regen sich viele darüber auf, dass Kollege, der hat ja insgesamt dreimal gewonnen, dass er insgesamt dreimal gewonnen hat, regen sich viele darüber auf. Aber so ist das eben. Ne? Es war für drei Sachen nominiert. So, und er hat halt mit allen die Zuschauerdingen echt abgeräumt und war bei den Jury-Votings halt immer irgendwo im Mittelfeld. Dann ist es eben so, ja, sage ich mal. Da kannst du nichts machen, ne? Beziehungsweise, das ist dann halt eben überzeugend gewesen, ja? Ob einem das gefällt oder nicht. Und darum geht's ja, das ist ja der Sinn. So, ja, also Epic war für mich persönlich Maniac Mind vorne. FAQ hat Dr. Allwissend gewonnen. Fand ich gut, denn Dr. Allwissend finde ich einen sehr sympathischen Menschen. Sein Video war auch gut. Keine Frage, obwohl ich jetzt ganz ehrlich sagen muss, dass es für mich nicht so ganz in FAQ gepasst hat, weil FAQ gerade auch ausgeschrieben war als das Video, in dem man zeigt irgendwie, wie etwas funktioniert oder wie man etwas macht. So, und das waren natürlich Dr. Allwissens Videos, sind natürlich jetzt keine FAQ-Sachen in dem Sinne, wo man etwas zeigt oder, ne? Aber wird natürlich eine Frage beantwortet, ja, es steht irgendwie eine Grundfrage im Raum, die von dem Zuschauer gestellt wird oder wie auch immer, oder die er sich selber nimmt, und da erzählt er dann, warum das so ist. Es ist also schon ein Erklärungsvideo, aber fand ich vollkommen zu Recht gewonnen, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich auch gefreut für den guten Dr. Allwissend, und ja, bin ich auch vollkommen zufrieden mit. Dann For Your Information, FYI, das haben die guten Rocket Beans gewonnen. Und das hat mich unglaublich gefreut, dass die gewonnen haben. Weil das Quelle-Internet-Video von denen einfach unglaublich gut gemacht war, wie ich fand. Und ja, die haben es meiner Meinung nach wirklich einfach echt verdient gehabt, den Preis zu gewinnen. Sie haben ihn gewonnen, das hat mich sehr, sehr gefreut. Ich konnte auch hinterher auf der Aftershow-Party dem Simon nochmal gratulieren. Hab nochmal gesagt, jo, finde ich geil, freut mich, dass ihr gewonnen habt. Fand ich wirklich sehr gut, dass die gewonnen haben. Und ja, es war ja eigentlich, das Video von denen war ja eigentlich so ein TV-Pilot, den der Sender nicht haben wollte. Ja, vielleicht überlegt sich der Sender ja nochmal. Und ne, deswegen hat mich wirklich sehr gefreut für die Jungs, dass die gewonnen haben. Und ja, bei Oh mein Gott, hat der Typ mit seiner super Slickshotgun, ne, oder wie das, ich weiß gar nicht mehr, wie er das genau genannt hat, mit seinem Kondom-Ding da gewonnen. Ja, Oh mein Gott ist natürlich eine Kategorie, ne, die ausgeschrieben ist irgendwie so an, ja, ne, ein Video, was nachhaltig einem im Kopf bleibt oder wo man sich denkt, ach du Scheiße, was ist das denn? Und unter den Gesichtspunkten finde ich schon, klar, ne, hat er gewonnen irgendwie, oder was heißt klar, sondern ist das durchaus legitim, und legitim sind die Gewinne eh alle, ja, davon abgesehen. Aber finde ich das, kann ich verstehen, dass das gewonnen hat. So, das wollte ich sagen. Ich kann verstehen, dass das gewonnen hat. Es war nicht mein Favorit. Was war mein Favorit eigentlich? Das ist eine gute Frage. Was habe ich als Favorit in Oh mein Gott gemacht? Das weiß ich gar nicht mehr. Aber ich fand zum Beispiel den Typen,
der dieses Video gemacht hat, mit dem Sinn des Lebens so ein bisschen da, Mensch Ärger, dieses Spiel, ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, den fand ich sehr gut, ja, weil das auch so ein bisschen, oh mein Gott, irgendwie, das war nachhaltig, das hat einen auch zum Denken angeregt und einen irgendwo inspiriert, das fand ich sehr gut gemacht, muss ich sagen. Aber der Typ kann ich auf jeden Fall verstehen, dass der in der Kategorie gewonnen hat und finde ich auch in Ordnung, ja, also kann man echt machen, ja. Hab ich keine Probleme mit. So, komm jetzt, stirb hier. Ich muss mal gerade ein bisschen konzentrieren, ansonsten bin ich gleich tot. Ja, geht, ich hab noch Herz. Dann die Let's Play-Kategorie. Das ist natürlich irgendwie die Kategorie, für die wir uns vielleicht auch mit am meisten interessieren. Was heißt wir? Die Leute, die halt Let's Plays irgendwie lieben, die sie gerne gucken, die sie vielleicht auch selbst machen. Deswegen war das für mich auch so halt die Kategorie, in der ich... Mit der ich mich auch so ein bisschen am meisten auseinandergesetzt habe. Ja, da hatten wir ja einige in den Broken Sums. Wir hatten zweimal Pete's drin, obwohl das eine mal Best of Pete's war. Dann hatten wir Commander Krieger drin, wir hatten Gronk drin und wir hatten Dena drin. Ich muss sagen, das einzige Video von diesen 6 Videos, die da war, die ich wirklich innovativ fand und ne, was auch mein Favorit war, das war wirklich das Gronk-Video. Ja, weil die anderen Videos, das war, ne, waren irgendwie Dena und das eine Mal Pizmeat waren eben Zusammenschnitte. Dann das andere Mal Pizmeat war eine normale Minecraft-Folge. Commander Krieger war eine, ich weiß gar nicht, wie nennt man das, ne? Es war schon Commentary, ja, man kann es vielleicht auch Let's Play nennen. Aber es ist ja, da tut sich nicht viel, meines Erachtens nach, ja. Vielleicht von der Technik her ein bisschen anders, ne? Der eine nimmt auf und kommentiert dann und die einen kommentieren beim Spielen, obwohl es auch Let's Player gibt, die es tatsächlich erst aufnehmen und dann nachkommentieren. Gibt's auch. Ich weiß nicht mehr, wie viele das heute noch machen, aber früher gab es durchaus Leute, die haben das echt gemacht. Wie das heute ist, weiß ich nicht mehr. Also ich mach's nicht, ne? Ich spreche gerade, während ich zocke. Das ist ja auch klar. Ja, also wie gesagt, Gronk hat gewonnen. Für mich vollkommen zu Recht. Ich habe mich sehr gefreut, dass Gronk gewonnen hat, weil es, wie gesagt, für mich das erstens das aufwendigste Video war unter denen. Dann das von der Idee her einfach am besten. Er hat einfach mit diesen verschiedenen TV-Sendern, die er da gemacht hat, das war einfach ein... Nein, das wollte ich gar nicht. Aber egal. Oh. War für mich einfach das beste Video in der Kategorie Let's Play, muss ich ganz klar sagen. Hat mich sehr gefreut, dass Gronk gewonnen hat. Und er hat ja dann auch aus Amerika noch so ein geiles Video da gemacht. So ein bisschen im Let's Play-Style auch nochmal. Oh, guck mal, ich habe einen kleinen Meatboy. Ah, jetzt nicht mehr. Fand ich auch sehr nett gemacht von ihm. Ja, deswegen bin ich vollkommen zufrieden mit Gronk, habe ich mir auch gewünscht. Und ja, das ist vollkommen in Ordnung, finde ich. Das, obwohl er fürs Zuschauer, er hat ja keinen Aufruf gemacht, ja, dass die Zuschauer voten sollen. So, und ich meine auch, er war bei den Zuschauern, zumindest bei den ersten Tagen, wo man noch gucken konnte, ja, war er auch auf Platz 4, 5 oder so. Das heißt, er war im Mittelfeld. Er war beim Akademie-Voting sehr weit vorne. Und ja, da müssen also die Zuschauer für ihn schon ordentlich gewotet haben, obwohl er nie irgendwas gesagt hat. Und das finde ich schon erstaunlich irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Gronk ist Gronk. Und er hat es meiner Meinung nach wirklich total verdient. Kann man echt nicht anders sagen. So, warte mal. Immer wenn die Gegner hier kommen, dann bin ich ein bisschen konzentrationsgestört irgendwie. Komm. So, okay. Was ist das hier? Ah, Telepilz. Mache ich lieber nicht jetzt. Das mache ich, nachdem ich... Bah, ne. So, dann hatten wir LOL. Da hat Bullshit TV gewonnen. Meiner Meinung nach auch völlig zurecht. War ein super, super Video mit den Lehrern da, fand ich. Hat unterhalten. Auf jeden Fall. Deswegen Bullshit TV meines Erachtens nach vollkommen zurecht gewonnen. Dann hatten wir noch Newbie. Da hat auch Kollege gewonnen. Und das, muss ich sagen, ist die einzige Kategorie gewesen gestern. Oder auch nicht gestern, also die einzige Kategorie generell, wo ich nicht zufrieden bin, wo ich wirklich sage, da ist es irgendwie meines Erachtens nach nicht so gerechtfertigt, dass Kollega da gewonnen hat. Aus folgendem Grund einfach, Newbie ist, also klar, wenn er einen YouTube-Kanal hat, der gerade neu ist, dann gehört er zu Newbie. So, das ist vollkommen klar. Er gehört zu Newbie, das, ne, passt also folglich in die Kategorie. Das Video an sich aber, finde ich, naja... Wenn ihr euch das Video anguckt, ist es relativ kurz und da sagt er nur irgendwie, hallo, ja, bald geht's los und fertig. So, das ist eine halbe Minute. So, und im Vergleich zu den anderen Videos, die in der Newbie-Kategorie nominiert waren,
hat Kollege einfach mit diesem Video, er hat nichts gezeigt. Da war so gut wie null Inhalt, das war nix, sag ich mal, ja, so hart gesagt. Und deswegen fand ich es ein bisschen schade, weil Newbie einfach meiner Meinung nach, das soll so zeigen, wer ist da neu, wer hat Potenzial, wer produziert vielleicht, ja, was heißt, naja, das kann man nicht sagen, ne, aber wer ist irgendwie neu, wer hat Ideen und, ne, wie sieht das so aus? Und da waren halt echt die anderen, fand ich schon auf jeden Fall um Weiten besser irgendwie von den Videos. Deswegen fand ich das ein bisschen schade, muss ich ganz, also ein bisschen sehr schade, dass Kollege in der Kategorie gewonnen hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da machst du auch nichts, das ist eben so, ne? Aber das fand ich wirklich persönlich so ein bisschen, fand ich schon schade, muss ich ganz ehrlich sagen. So, VIP, ich meine, ich brauche ja ewig hier für die Kategorie, ne? Das kann ja nicht sein. Machen wir es mal ein bisschen schneller. VIP, LeFloid gewonnen. Vollkommen in Ordnung, finde ich. Kann man auf jeden Fall machen. War nicht mein Favorit. Ich weiß gar nicht mehr, wer ein VIP mein Favorit war. Aber, ja, kann man auf jeden Fall machen. LeFloid ist LeFloid. Ja, macht gute Arbeit. Für meinen Geschmack ein bisschen zu populistisch. Aber das ist halt auch, der Geschmack ist da von jedem wieder anders. Aber kann man auf jeden Fall machen. Dann bei Win, da ging es um die besten Werbefilme, hat dieser Diddy's Obststand gewonnen. Ja, das Video war gut gemacht, es war auch irgendwie lustig, ja. Aber so, gerade weil es um Werbefilm ging oder der beste Werbefilm für ein Produkt oder so oder für ein Unternehmen. Und das Video ging 4 Minuten und das fand ich persönlich zu lange. Und auch dann nicht so interessant genug, als dass man 4 Minuten unbedingt dranbleiben könnte. Und deswegen, mein Favorit waren die Sumo-Ringer. Ganz eindeutig, fand ich mega gut. Und die Edeka-Werbung mit der Frau, die stempelt, fand ich auch mega gut gemacht. Das waren meine Favoriten. Und ja, ne? So, dann, boah, jetzt kann ich nicht auf den Zettel gucken, weil ich hier gerade übelst fighte. Ich bin voll schlecht heute in Isaac. Oh mein Gott, ey, das kann auch mal passieren, ne? Scheiße. Bei Fail hat die Polizei NRW gewonnen. Ja, war halt mega schlechtes Video irgendwie. Beziehungsweise die Idee und dieser Rap, das war einfach so scheiße, ey. So scheiße, keine Ahnung. Aber das war echt lustig, ja. Aber wir haben auf jeden Fall das Fail-Kategorie, haben sie auf jeden Fall verdient. Kann man nichts machen. Und dann haben wir Now Playing. Now Playing fand ich sehr interessant. Ich habe irgendwie gedacht, die Außenseiter gewinnen oder, keine Ahnung, Elektro-Tüte gewinnt. Da haben wir jetzt aber Future hat gewonnen, ja. Und das Video war, also es war nicht meine Musik, muss ich sagen, aber das Video war voll gut gemacht. Und keine Ahnung, ich finde es gut, dass sie gewonnen haben. So, muss ich ganz ehrlich sagen, es hat auf jeden Fall überzeugt. Und ich finde gut, dass sie es gewonnen haben und ich finde auch, sie haben es verdient gewonnen. Ja, und dann das letzte Kategorie gibt es im Grunde nicht mehr, das war der Ehrenpreis an die Außenseiter. Fand ich auch vollkommen in Ordnung, Ehrenpreis an die Außenseiter. Die Außenseiter machen großartige Arbeit, beziehungsweise sind ja auch schon ewig auf YouTube und wirklich helfen auch anderen YouTuber. Ich glaube sogar Herr Tutorial oder ich weiß gar nicht, wie er jetzt, ne, heißt der gar nicht mehr Herr Tutorial, heißt der Slammy Slimani oder so, ich weiß nicht, wie der heißt. Ist ja, glaube ich, auch durch die irgendwie so ein bisschen, hat einen Push bekommen früher. Deswegen Ehrenpreis auch. Vollkommen zu Recht, meines Erachtens nach, an die Außenseiter. Ja, das soweit von den Kategorien. Dann haben wir natürlich noch, der ein oder andere wird es mitbekommen haben, als Kollege seinen ersten Preis bekommen hat, hat er da irgendwie, ne, er meinte hier, widme ich meinem Sohn. Das war, ich kenne mich in der Rap-Szene da nicht aus, das war halt irgendwie so ein, ich weiß auch nicht, wie der Typ heißt, das war natürlich nicht sein Sohn, aber keine Ahnung, wie der Typ heißt, ich weiß es echt nicht. Aber, ja, der sich dann da mal eben nackt gemacht hat und die Hose einfach runtergezogen hat. Das war natürlich so eine Aktion, das bringt man einfach, also das gehört sich einfach nicht. Ich weiß nicht, wie das in dieser Rapper-Szene ist. Ich kenne mich wirklich, was Rapper-Szene angeht, überhaupt nicht aus. Ich fand's, ehrlich gesagt, ziemlich peinlich, muss ich sagen. Es gibt viele, die das auch ziemlich peinlich fanden. Es gibt auch einige, die meinen, das war eine geile Aktion, man soll sich nicht so anstellen. Ich finde, es gehört einfach nicht dahin. Es ist nebenbei ja auch, eigentlich strafbar. Du darfst dich ja in der Öffentlichkeit nicht einfach so entblößen. Ne? Ist einfach so, ist strafbar. Ich setze jetzt einfach ein. Ja, und deswegen, also ich fand es eine nicht tolle Aktion. Ich fand es blöd. Es passt einfach nicht dahin. Ich weiß nicht, ob Kollege das vorher geplant hatte oder nicht. Keine Ahnung. Es sah irgendwo danach aus, dass es mehr oder weniger halb geplant war. Aber, ja, also fand ich nicht gut. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich nicht gut. Kann ich auch nicht drüber lachen über sowas. Keine Ahnung, vielleicht ist mein Humor da auch kaputt. Aber über sowas kann ich nicht lachen.
Ich fand es halt eigentlich eher lächerlich und fehl am Platz. Ja. Aber nun gut. Mehr will ich da auch gar nicht drüber erzählen, weil das ist die Rede echt nicht wert. Generell, wie gesagt, fand ich ein sehr, sehr schöner... Ich sterbe gleich wirklich. Ich bin einfach mega schlecht heute in dem Spiel hier. Aber so richtig schlecht. Ja, ich bin jetzt auch tot gleich. Dabei haben wir so geile Items. Wir haben den Wafer, Mann. Den Wafer, den kriegt... Ah! Nee, ich hab... Nee. Haben wir den Wafer? Doch, wir haben den Wafer, ja. Boah. Manchmal denke ich irgendwie, wir haben Sachen, die wir gar nicht haben oder so. So, dann mach mal so. Oh, hätte ich den Goldraum vorher noch mitgenommen. Egal, wir haben das Rainbow-Kind. Gib mir eine Full-Health-Pille. Oh, Balls of Steel, das ist nice. Und eine Full-Health. Range Down, das ist natürlich nicht so nice. Bad Guess ist egal. Was ist das? Bombs Akis. Naja. Balls of Steel. Range Down. Luck Down. Ist alles nicht so toll, ne? Nimm mal mit, Guess nochmal mit. Okay. Naja, gut, was willst du tun? Oh. Warum ist denn jetzt die Ebene... Naja, was für ein Item habe ich denn, was die Ebene erleuchtet? Gar keins, oder? Aber wie gesagt, generell sehr gelungener Abend, wie ich finde, war sehr schön. Die Gala insgesamt fand ich auch sehr schön. Von den Leuten, die gewonnen haben, bin ich auch mit den meisten zufrieden. Wie gesagt, das Einzige, mit dem ich eigentlich nicht zufrieden bin, ist die Newbie-Kategorie. Ansonsten ist, finde ich, ist alles so, ne? Ist halt so, wie es ist. Ist in Ordnung. Oh, Mauszeiger fehlt. Jetzt habe ich... Ja, doch, das ist gut. Also für jetzt einmal. So, dafür ist das gut. Ja, bis auf die Newbie-Kategorie fand ich echt alles, fand ich in Ordnung. Auf jeden Fall. Und es war echt ein schöner Abend, also es war gut gemacht. Es gab, boah Leute, zwischendrin habt ihr das gesehen, die Watch Dogs Werbung. War das nicht das geilste Product Placement, was ihr jemals gesehen habt? Also ohne Scheiß, ich habe noch nie so eine gute Werbung gesehen. Das war einfach, die Werbung war perfekt, das hat sich perfekt in die Gala eingegliedert. Das war perfekte Werbung, das war actionreich. Sowas bleibt ja auch im Gedächtnis hängen irgendwie. War sehr, sehr geil gemacht, die Watch Dogs Werbung. Also wirklich Ubisoft, habt da mega gut gemacht, kann man nicht anders sagen. Oder Ubisoft ist ja nur der Publisher. Auf jeden Fall die Zuständigen, mega gut gemacht. Echt, kann ich nicht anders sagen, war ein mega geiles Product Placement irgendwie drin. Ja, war sehr geil. Ja, und ansonsten... Die Aftershow-Party. Die Aftershow-Party, muss ich sagen, fand ich persönlich nicht so gut. Es sind viele auch schon nach relativ kurzer Zeit gegangen. Ungespielt hat auch ein Video zum Webvideopreis gemacht. Hat auch gesagt, irgendwie, die wollten ihn gar nicht erst reinlassen, weil er eine kurze Hose getragen hat. Geht natürlich gar nicht, wenn du auf der Webvideopreis-Gala bist und das ist dann hinterher in der Location irgendwie als offizielle Aftershow-Party ausgeschrieben. Dann kommt da auch jeder rein, der auf dem Webvideopreis war, egal wie der aussieht. Oder was der anhat. Ja, diesen Dresscode dann in dem Fall finde ich vollkommen bescheuert. Hat einem auch vorher keiner gesagt. Und, ja, aber er wurde dann doch reingelassen. Halt, weil die Leute vom Videopreis dann da irgendwie was gesagt haben, so wie er sagte. Aber, ja, Aftershow-Party, also es war halt irgendwie, es war ein Club, so, ne? Und es lief halt verdammt laute Musik. Ich habe nichts gegen Musik, aber ich habe auch nichts gegen Clubs. Ich bin selbst, bin ich jetzt nicht so der Clubgänger, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es war für eine Aftershow-Party nicht förderlich, finde ich, das in einem Club zu machen. Also zumindest nicht in diesem Club. Weil es einfach, es war viel zu laut. Also man konnte sich gar nicht unterhalten. Es gab zwar einen Bereich, in dem die Musik ein bisschen leiser war. Aber ich finde irgendwie für eine Aftershow-Party von so einem Webvideopreis irgendwie, da willst du auch mit ein paar Leuten einfach nochmal quatschen. Weißt du, in einem Club, klar, da gehe ich dann, da will ich tanzen oder so. Und so weiter und so fort. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber wenn ich so eine Aftershow-Party von irgendwas habe, dann will ich ja auch nochmal mit ein paar Leuten einfach gemütlich vielleicht quatschen, über irgendwas reden. Das war letztes Jahr zum Beispiel sehr entspannt. Da gab es auch Musik. Die war nicht ganz so laut. Und man hatte aber auch noch einen Außenbereich, in dem man sich einfach ganz normal so unterhalten konnte. Da konnte man sich ein bisschen zurückziehen. Und ja, deswegen muss ich sagen, Aftershow-Party fand ich nicht ganz so toll. Was auch noch ein Minus war für mich ist, dass es war eine Aftershow-Party von der Show, ja. Aber du konntest dir dadurch, dass du eine Karte... Ach, scheiße, jetzt habe ich gar nicht... Boah, ich habe gerade gar nicht gerafft, dass wir in den tiefen 2 sind und gar nicht mehr zurückkommen. Egal. Polaroid lasse ich mal da. Ich gehe zum Satan und ach, ist eh alles egal. Und man konnte sich halt eine Karte kaufen und normale Gäste konnten auch rein. Und ich hatte das Gefühl, dass es ziemlich schnell so war, dass viel mehr normale Gäste da waren, als überhaupt Leute vom Webvideopreis. Und auch irgendwie, das waren teilweise, glaube ich, auch Fans da einfach. Und das ist natürlich dann
für dich irgendwie als Typ oder als YouTuber, der da auf dem Videopreis war, es auch irgendwie scheiße, wenn du dann da auf der Aftershow-Party dann irgendwie noch Leute hast, die dir vielleicht hinterherlaufen, denn das gibt's auch. Es gab natürlich eine VIP-Launch für die Vorgewinner und großen YouTuber und so. Muss ich sagen, kann man machen, aber wurde wahrscheinlich nur gemacht, weil eben auch normale Leute zugelassen wurden. Wenn du eine normale Aftershow-Party von etwas hast, dann hast du normalerweise ja nur Leute da, die auch zu der Show waren. So. Und bei so einer Gala, dann sind da auch keine Leute, die irgendwie Kletten sind oder die, ne, die dir einfach so am Arsch hängen und hinterher rennen, weil die meisten da einfach verstehen und wissen, was abgeht, ja? Wenn du natürlich normale Leute noch hinzulässt zu so einer Party, dann ist klar, dass du irgendwie für die größeren Leute, in Anführungszeichen, einen VIP-Bereich brauchst. Fand ich blöd, weil zum Beispiel, ich hatte jetzt so einen VIP-Dinger, weil ich letztes Jahr gewonnen hatte und zur Akademie gehöre. Sven hatte so ein VIP-Ding zum Beispiel nicht. Das heißt, er konnte da nicht rein. Das ist ja irgendwie blöd, wenn ich dann so, yo, YOLO, Alter, geh mal nach Hause. Ich hänge jetzt die ganze Zeit in dem VIP-Ding rum. Ist auch irgendwie blöd, vor allem, weil Sven ja auch viele Leute, auch den ein oder anderen Let's Player kennt, ne, und die meisten von denen dann irgendwie in der VIP-Lounge auch hingen und man dann mit den Leuten, die man eigentlich irgendwie so kennt, gar nicht so richtig in Kontakt kam oder sich mit denen mal gemütlich unterhalten konnte, ja. Das war schon irgendwo ein bisschen blöd, finde ich. Deswegen, ich hätte es besser gefunden, wenn man einfach die Leute rausgelassen hätte, die nicht zum Webvideopreis gehörten, das heißt keine normalen Gäste zugelassen hätte, hätte ich besser gefunden. Und dann, oder ja, vielleicht auch einfach eine andere Location zu wählen. Es ist aber auch schwierig, glaube ich, was die Locations angeht. Die Location letztes Jahr zum Beispiel, die war eigentlich schon fast zu klein. Die Location jetzt war groß genug, ja, aber man hatte eben die normalen Gäste dabei. Vielleicht hätte es oft, hätte wahrscheinlich zu viel gekostet, das alleine zu mieten, ja. Oder man wollte den Fans noch eine Chance geben, halt auch irgendwie mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Was natürlich irgendwie wieder hinkt, wenn du dann eine VIP-Lounge einbaust, weil dann würde klar sein, dass da keiner normal rausgeht. Nun gut, also deswegen Aftershow-Party hätte ich ein bisschen was anderes erwartet, gerade auch nach letztem Jahr. Das fand ich letztes Jahr wesentlich angenehmer, die Aftershow-Party. Und ich habe auch viele, LeFloy zum Beispiel ist, glaube ich, schon relativ früh gegangen. Es sind viele schon relativ früh gegangen. Ich habe auch einige gehört, die ich so kenne, die dann gesagt haben, ey, yo, kommt doch noch mit, wir gehen woanders hin, ist alles ein bisschen komisch hier. Ja, also zum reinen Feiern ist die Location da mit Sicherheit mega gut. Ja, da kannst du gut tanzen und so. Keine Sache, aber für eine Aftershow-Party von einem Webvideopreis fand ich es jetzt nicht wirklich angemessen und habe ich was anderes erwartet. Aber nun gut, so ist das halt. Deswegen, wir sind auch relativ früh dann wieder gegangen. Was heißt relativ früh? Um halb eins, glaube ich, sind wir gegangen. Und haben dann gesagt, nee, haben wir jetzt nicht so wirklich Lust noch drauf. Ja, und dann sind wir auch wieder abgehauen. Und dann, oh, das war so krank, ich weiß nicht, was gestern los war. Ich bin in letzter Zeit öfter irgendwie samstags mal nachts nach Hause gefahren mit der Bahn, ne? Und war eigentlich auch nie ein Problem, man hat auch nie Spacko-Leute drin gehabt. Aber gestern war irgendwie, boah, gestern waren so viele, ich sag mal, Assis vorsichtig in der Bahn, das war unglaublich. So viel habe ich schon die letzten, was weiß ich, wie viele Wochen nicht mehr, Jahre nicht mehr da drin. So viel hatte ich noch nie, so viele Assis da drin. Irgendjemand hat auch einen Sandkasten in der Bahn ausgeschüttet, da war alles voller Sand. Da hast du gedacht, die haben eine Strandparty gemacht in der Bahn. Nee, also waren viele, viele Assis irgendwie da, was ein bisschen komisch war. Und das war heftig. Ich will nicht wissen, was da passiert ist, aber was soll man da machen, ja? Da war halt so eine etwas. Ja, sie war noch nicht mal so aufreizend angezogen. Sie war halt ein bisschen, ne, bisschen aufreizender angezogen. Die Dame oder das Mädchen in der Bahn. Und dann ging da halt so ein Typ hin zu ihr irgendwie, ja. Ich habe das nur so halb mitgekriegt, weil das war weit entfernt von mir. Geht halt so ein Typ zu ihr hin irgendwie und hat sie wohl irgendwie. Ja, ich erzähle den Rest jetzt so, weil ich. Oder? Wie viel haben wir? Ah, doch. Ja, ich spiele nochmal weiter. Geht er irgendwie zu ihr hin, ja. Und spricht sie so an und scheint sie halt irgendwie so ein bisschen anmachen zu wollen, ja. Und sie schreit dann davon, ey, lass mich in Ruhe, was willst du von mir, ne? So, ich glaube, die kannten sich auch nicht. Es sah nicht so aus, ne? Das ist immer schwer, das zu beurteilen. Aber sie ist auch später zugestiegen und stand halt total abseits. Also, nichts hat signalisiert, dass die sich in irgendeiner Art und Weise kennen. Und die Freunde, die waren zu viert, die Freunde von dem, ey, lass mich in Ruhe, so, ne? Und er hat dann da irgendwie versucht, weiter die zu bedrängen oder so. Also richtig bedrängt hat er sie jetzt nicht. Aber, ne, war schon irgendwie klar, sie wollte, dass er sie in Ruhe lässt und er hat sie nicht in Ruhe gelassen. Der Typ dann, ey, lass mal in Ruhe. Und er so, ja, ich stehe halt auf Frauen, nicht so wie ihr. Ist so richtig dumm einfach. Und das Mädchen ist dann ausgestiegen und die Jungs sind hinterher gelaufen, ja.
und sind wieder gegangen. Ich will nicht wissen, was da noch passiert ist, aber finde ich einfach mega dreist, ja, von denen einfach. Ich weiß, dass es eine Menge Typen gibt, die so behindert sind. Ich bin nicht so behindert, ja, aber das finde ich echt schon dreist, dann danach zu laufen, vor allem, wenn sie sagt, lass mich in Ruhe, so, dann ist die Sache eigentlich klar, ja. Aber die haben auch schon ein bisschen zu viel Intus gehabt, glaube ich, sah zumindest so aus. Na ja, gut, ich will nicht wissen, was da passiert ist, muss ich sagen, aber fand ich sehr dreist und hat mir irgendwie gezeigt, ach du Scheiße, was läuft hier irgendwie rum? Ich glaube, ich bin heute in der falschen Bahn. Da ist heute irgendwie was nicht richtig gelaufen in dem Leben oder in der Stadt da oder was weiß ich, was da los war gestern. Ja, und dann war ich noch zu Hause und dann bin ich auch pennen gegangen. Hab irgendwie noch kurz ein 2-Minuten-Tagebuch gemacht. Aber es war echt Wahnsinn. Es waren so viele YouTuber da. Es war wirklich, ich glaube, es war ganz YouTube da. Bis auf Gronkh Sarrazar und den Slammy Slimani, oder wie er heißt, war, glaube ich, wirklich ganz YouTube da. Und das war schon echt Wahnsinn, weil klar, man wusste, dass YouTuber kommen, aber letztes Jahr waren nicht so viele da, fand ich. Also letztes Jahr waren weniger YouTuber an sich da, aber jetzt dieses Jahr. Boah, es war einfach mega krass. Was ich aber auch gut fand, war diese YouTuber gegen Nazis-Aktion da, bis auf Simon Desu, der irgendwie seinen Text vergessen hat. Das war schon echt ein bisschen unprofessionell. irgendwie. Aber ansonsten fand ich wirklich, war ein sehr gelungener Abend. Gala war sehr gut, kann man echt sagen. Aftershow-Party fand ich persönlich nicht gut. Aber ist halt auch nur eine persönliche Meinung. Ja. Und ansonsten war alles gut. Ihr könnt mir mal schreiben, wie ihr das empfunden habt. Wie ihr die Gala so empfunden habt, wenn ihr sie gesehen habt. Und ich freue mich auf nächstes Jahr. Auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, wie es nächstes Jahr wird. Ich bin sehr gespannt, ob sie was ändern. Wenn ja, was sie ändern. Wie das so ist und was da so läuft und so weiter und so fort. Ja, bin ich wirklich sehr gespannt. Ja, viel mehr zu erzählen gibt es im Grunde jetzt noch nicht. Ich glaube, wir machen noch den Boss. Wir machen heute mal nicht so lange. Ich muss auch noch einiges für die Uni machen heute. ja, ist natürlich jetzt gestern habe ich nichts gemacht für die Uni irgendwie. Heute muss ich ein bisschen was machen. Und ich muss auf jeden Fall noch Psycho Pass zu Ende gucken. Denn da fehlen mir noch 4 Folgen. Das muss ich auch noch tun heute. Damit ich das durch habe. Und Japanisch lernen muss ich auch noch. Mein Gott, hätten wir den Run mal am Anfang gehabt. Der Run hier läuft wieder. Oh mein Gott, der läuft wieder richtig gut. Eigentlich schade, den Run hier abzubrechen, ne? Ja. Das wäre eigentlich schon schade. Ja, aber die Zeit. Die Zeit. Und dann mache ich noch über ein anderes Thema. Nee. Wir machen einfach hier Ende, Leute. So leid es mir auch tut. Aber das Video wollte ich jetzt dem Webvideopreis und der Webvideopreis-Gala mal so ein bisschen widmen und so ein bisschen erzählen, wie ich es empfunden habe. Ja, in dem Sinne, heute ist Sonntag. Könnt ihr wählen gehen, wenn ihr über 18 seid. Ich glaube, ich gehe gleich auch noch wählen. Und ja, mal schauen. Ja, in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zugucken und wir sehen uns beim nächsten Mal mit einem wahrscheinlich wieder interessanten Thema für euch, denn ich lese da im Moment ein Buch, das wollte ich auch noch weiterlesen und es ist recht interessant. Da werden wir auf jeden Fall drüber sprechen. Nun gut, zum nächsten Mal. Tschüss.